Das Fußballstadion ist für Roland Daxl schon seit vielen Jahren ein ständiger Begleiter. Heute sitzt er einmal ganz ohne Fußballmatch in den Rängen der Josko Arena. Lieber Roland, es gibt ja viele Leute, die sagen, sie haben eher einen Stammbeisel, eher ein Lieblingswirtshaus und das bezeichnen sie ja gerne als zweites Wohnzimmer. Wir sitzen da jetzt im Stadion der SV Gunter Martin Ried. Würdest du diese Tribünen als dein zweites Wohnzimmer bezeichnen? Naja, dann würde ich sagen, ich habe mehrere Wohnzimmer, ganz ehrlich gesagt, aber eines meiner wichtigsten ist, glaube ich, die Josko Arena der SV Gunter Martin Ried. Das ist zweifelsohne so. Ich bin zwar beruflich auch ansonsten nicht so viel zu Hause im ersten Wohnzimmer, aber mein zweites Wohnzimmer, ja, würde die Josko Arena bezeichnen. Wenn man von einem Wohnzimmer ausgeht, habe ich jetzt irgendwie eine Wohlfühlatmosphäre von mir, wo man entspannt ist, wo man mal so richtig relaxed sein kann. Bist du dafür entspannt? Heuer bedeutend mehr als wie die letzten Jahre, wo wir in der zweiten Liga unseren Erfolg gesucht haben und zu lange gebraucht haben, muss ich ganz offen sagen. Ich bin aber während dem Spiel eigentlich selten entspannt, weil es meistens um viel geht. Aber da ist heuer das Spielverfolgen meiner, unserer Mannschaft bedeutend entspannter als die letzten Jahre, weil wir nicht mehr dazu gezwungen sind, ein jedes Spiel zu gewinnen. Und was mir heuer extrem abgeht, aufgrund der Corona-Geschichte natürlich, sind die netten Kontakte, das Netzwerken. Ganz gleich, ob es sich jetzt im VIP-Club hinter uns ist oder rundherum. Ich habe da sehr, sehr viele nette Leute kennengelernt und vor allem lauter Leute, was hundertprozentig hinter unserem Verein stehen, natürlich auch kritische Stimmen manchmal äußern, aber das geht mir in der jetzigen Zeit in meinem zweiten Wohnzimmer ein bisschen ab. Du hast ja die Geschäftsführung voriges Jahr abgegeben, bist nach wie vor im Präsidium tätig, aber generell kann man dann schon auch behaupten, jetzt abseits der Leistung von den Fußballer, von der Mannschaft, dass man auch als Person ein bisschen entspannt ist, weil man vielleicht nicht mehr so einen Druck hat? Naja, wir kennen sie auch schon lange. Du weißt ja, wie dick ja. Ein bisschen. Und das, eine Funktion selber hat bei mir nichts mit Verantwortung zu tun. Ich versuche immer, das Beste zu machen in der Situation, wo ich mich gerade befinde. Und es ist für den Verein und für mich relativ wurscht, wenn ich es jetzt so sagen darf, wenn Roland Daxl als Funktionär, als Geschäftsführer oder als Fan dabei ist, weil ich immer im Rahmen der Möglichkeiten versuche ich 100% zu geben und das Beste für die Sache rauszuholen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich letztes Jahr als Geschäftsführer und somit auch führend mit meinem Kollegen Magister Robert Tremmel die Fortführung der Liga erreichen konnte, allen Unkenrufen zum Trotz. Und jetzt arbeite ich heute mehr im Hintergrund und bin auch sehr, sehr froh, dass wir mit Rainer Wöllinger da eine vernünftige Person gefunden haben, der was das mit sehr, sehr hohem Engagement macht, weil ich ganz offen sagen muss, wäre nicht mehr möglich gewesen, zum einen zeitlich und zum anderen ist es auch dem geschuldet, in der ersten Liga braucht man einen, der was rund um die Uhr für die Mitarbeiter, für die Fans, für die Sponsoren vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung stellt und das wäre mir nicht möglich gewesen. Du hast die Unkenrufe angesprochen. Freilich hat man in so einer Position, wie es du gehabt hast, da viel Kritik einstecken müssen. Hast du von Haus aus immer schon eine dicke Haut gehabt? Hast du die zulegen müssen? Das weiß ich nicht. Das müssen andere beurteilen, ganz offen gesagt. Ich bin mit Sicherheit einer, der Ecken und Kanten hat und die auch nicht versteckt. Das war ich schon immer schon in der Schule und meinen ganzen Werdegang, wenn ich zurückdenke, mit Sicherheit nicht der einfachste Zeitgenosse. Aber wenn ich was da habe, dann hat sich jeder auf mich hundertprozentig verlassen können. Und darum war mir das auch relativ wurscht, ganz offen gesagt. Das ist mir dann eigentlich umso schwieriger, das war letztes Jahr, umso mehr ist für mich zu einem Sport geworden und wollte es unbedingt und habe da wirklich die ganze Kraft einfach reingelegt, um das zu erreichen, was wir dann Gott sei Dank geschafft haben. Du hast die Schulzeit angesprochen, sprich auch der Jugend. Hast du eigentlich schon immer Interesse für Fußball gehabt? Warst du Fußballer? Wie kann man sich an Roland Daxl jetzt vor, sagen wir jetzt nochmal 40 Jahren vorstellen? Da ja, bin danke, ich beim Alter richtig gut, oder? Nein, es ist ein wenig bald, da bin ich gerade in die Volksschule gegangen. Da war das noch relativ wurscht, aber beim ersten Schulwechsel war es dann so, vor der Volksschule gekommen und bin ins Sportgymnasium in die Wallererstraße gekommen nach Wels. Und da natürlich Sportgymnasium, das war eigentlich damals eine der ersten Schulen, die in diese Richtung etwas getan hat. Meine Kenntnisse für Fußball habe ich aber dort nicht her, weil dort war eher Skifahren und Surfen, da hat man also Winter- und Sommersportart auswählen müssen. Meine zwei Lieblingssportarten, beim Skifahren bin ich geblieben, Surfen durch
ich nicht mehr. Aber Fußball bin ich eigentlich, ist mir durch, in die Wiege gelegt worden durch einen Vater, der sehr, sehr früh Hauptsponsor bei der FC Andorf geworden ist, nämlich 1983. Und wir dort noch immer der langjährigste Sponsor sind, der was durchgehend diesen Verein begleitet. Und dann war er Präsident in Christkirchen. Ich halt jetzt Wochenende am Fußballplatz und immer mit. Und das hat mir gefallen, das hat mich fasziniert und beim Fußball bin ich dann auch geblieben. Bist du selber noch alle ein bisschen aktiv? Spielst du mit deinem Buben Fußball? Ich habe mit meinem Buben Fußball gespielt, aber der ist viel zu gut geworden. Das geht sich nicht aus. Der verarscht mich dann leider ganz offen gesagt mit dem Ballen. Und das habe ich gehen lassen. Nein, das tue ich nicht mehr. Und ja, die Zeiten bei der SV Ried haben Roland Daxl auch nachhaltig geprägt. In so langer Zeit mit so schönen und auch so traurigen Momenten wird man vielleicht, ich möchte es eigentlich vorsichtig ausdrücken, aber ein wenig zurückhaltender beim Vertrauen zum einen, weil sich sehr, sehr viele Freundschaften unter Anführungszeichen sich dann ergeben im Glanze des Erfolges von anderen, nämlich von der Mannschaft oder vom Verein an sich. Aber in den schwierigen Momenten, die ich zweifelsohne sehr, sehr viele hatte, merkt man dann schon, wer zu 100%ig steht. Und da bin ich sehr, sehr froh, diese Persönlichkeiten dann auch in dieser Hinsicht kennenlernen, dass ich die kennenlernen durfte, weil das nicht selbstverständlich ist, dass man, sag's mal unter Anführungszeichen, eine große Welle an negativer Berichterstattung auf einen einprasselt und dann sagt er trotzdem, du, mir ist das wurscht, ich weiß, wie du bist, ich stehe zu dir. Und das hat mir dann eine Kraft gegeben, sonst war das auch nicht möglich gewesen, dass man das so lang aushält und durchhält und dann wieder die Kraft sammelt und dann nur einmal Gas gibt, damit wir es dann trotzdem noch mal geschafft haben. Abschließende Frage, das Jahr 2021 ist ja noch relativ jung. Was wünschst du denn du so für die nächsten Monate? Ja, ich wünsche mir natürlich in jedem Bereich was, aber eigentlich sind die Wünsche relativ klar. Für meine Familie wünsche ich mir vor allem einmal Gesundheit. Für mein wirtschaftliches Umfeld, sprich meine berufliche Umgebung, wünsche ich mir, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind im Rahmen der Möglichkeiten. Wir müssen keine Unsummen verdienen, aber wir müssen auch Geld verdienen, damit wir wieder investieren können und auch nachhaltig Bestand sichern können. Für meinen Verein wünsche ich mir, dass wir die erste Liga halten und uns da etablieren, damit wir hier wieder eine Basis schaffen, damit wir die nächsten Jahre an vergangene Erfolge vielleicht teilweise wieder anknüpfen können. Ja, dann schauen wir, dass wir zu Jahresende überall mal schön Sackerl machen können. Das wünsche ich dir auch. Ja, danke schön. Danke. Genau, ich werde beim Fußball jetzt ziemlich einsteigen.